sind, so habe ich das jedenfalls immer wieder gehört, persönliche Erlebnisse, die zu diesem Thema führen. Leben nach dem Tod, gibt es eine Wiedergeburt? So von sich aus kommt da keiner drauf. Da muss schon vorher etwas passiert sein. Ich hatte in England eine Routineoperation ohne Angst, alles. Und die hatten mir aus Versehen eine falsche Spritze gegeben. Und ich hopfe da rum, höre Stöhnen, gucke hin und da sehe ich mich auf dem Bett liegen. Und das Stöhnen kam von meinem Körper. Man spürt automatisch, was du da siehst, ist die Wahrheit. Und das hat mich nie verlassen. Da musste ich mich mit den Naturwissenschaften in voller Breite auseinandersetzen und gucken, gibt es Lücken? Und diese Lücken habe ich sehr schnell gefunden. In allen Bereichen. Egal, ob das die Kosmologie, die Physik war oder die Biologie oder die Chemie. Und ich habe festgestellt, dass in den ganzen naturwissenschaftlichen Fächern wenig über die Tellerränder geschaut wird. Die Leute sind festgefahren in ihrem Bereich und gucken auch nur in ihrem Teller nach. Ich habe mit den Ärzten gesprochen, ich habe sogar mit dem Krankenhausfahrer gesprochen. Ich suchte nach was und keiner konnte mir eine Antwort geben. Die Ärzte natürlich, Schulmediziner, ja, bin durch die Wand gegangen, das habe ich nicht geträumt. Und dann habe ich zu meiner Bettnachbarin gesagt, ich sage, dein Mann kann dich heute Abend nicht besuchen. Der hat Nachtdienst, nicht? Ich wusste aber, der hatte. Sagt sie, ja, wer weißt du das? Ich sage, woher soll ich das wissen? Ich habe es gehört, wer es dir gesagt hat. Ich habe ihr aber nicht gesagt, dass er gelogen hat. Die Frau war frisch operiert, das macht man nicht. Das Thema ist sehr anspruchsvoll und man kommt auch immer wieder darauf zu sprechen, auch je älter man wird. Ich habe das gerade hier den Kollegen erzählt. Ich bin inzwischen Großvater von drei richtig aufgeweckten Jungs und der Ferdinand hat sich gestern zu mir auf den Schoß gesetzt und hat gesagt, ich kuschel schon mal ein bisschen, denn du könntest ja morgen tot sein. Und insofern ist das schon etwas Tröstliches, wenn ich hier immer wieder höre, es gibt ein Leben nach dem Tod. Darauf sagt Ferdinand, gibt es da im Jenseits auch Fußballplätze? Das müssen die Herren und die Damen hier beantworten, da muss ich leider passen. Vielleicht sollten wir zu Beginn uns mal vorstellen bei Ihnen. Jeder erzählt das, wo er glaubt, dass er mit diesem Thema zum ersten Mal in Kontakt gekommen ist. Denn es sind, so habe ich das jedenfalls immer wieder gehört, persönliche Erlebnisse, die zu diesem Thema führen. Leben nach dem Tod, gibt es eine Wiedergeburt? So von sich aus kommt da keiner drauf. Da muss schon vorher etwas passiert sein. Bei mir war das so, ich war hier Reporter bei der Frankfurter Rundschau und hatte ein Interviewtermin mit dem Kurt Jürgens. Die Älteren unter uns wissen, wer das war. Ja, wenn ich Ferdinand das erzähle, sagt er, wer ist das? So, und der spielte hier im Raymond-Theater. Ich kann mich noch genau an das Stück erinnern, das hieß Im Zweifel für den Angeklagten. Das war ein Ein-Personen-Stück. Ich war mit ihm verabredet in seiner Garderobe mit dem Fotografen und das war so nachmittags um 3, die Vorstellung war aber erst abends um 8 und ich dachte mir, naja, so ein Schauspieler, der das schon 200 Mal spielt, der geht ins Theater, spielt das runter und anschließend trinkt er ein Bier. Nein, so war das bei ihm nicht. Er hat sich vor uns praktisch verwandelt. Aus dem Kurt Jürgens wurde der Darsteller dieser Rolle, das war ein trunksüchtiger Anwalt. Und als der Jürgens sich so auszog, bis auf so einen Slip, der hatte nicht diese schönen Unterhosen von Schieser. Der kam ja von der Côte d'Azur, aber schon etwas eleganter. Das sah ich hier und mein Fotograf auch, von der linken bis zur rechten Seite eine Operationsnarbe, eine sehr deutlich wahrzunehmende, noch frische Operationsnarbe. Und dann habe ich ihn natürlich gefragt, wie Journalisten das so machen, was ist denn da passiert? Und dann
hat er gesagt, dass er einen Bypass bekommen hat. Und das war, die Mediziner unter uns werden vielleicht das bestätigen, das erste Mal, dass ein Professor in Houston, Professor DeBakey hieß der, eine solche Operation gewagt hat. Der Jürgens war mit ihm befreundet, das heißt, er hat ihn gebeten, möglichst keinen Fehler mehr zu machen. Aber der Jürgens erzählte mir dann, dass er während dieser Operation klinisch tot gewesen ist. Und dann erzählte er mir all diese Dinge, die Sie erkennen, wenn von Nahtoderlebnissen die Rede ist. Der erzählte von diesem Tunnel, in den er geschwebt ist. Der erzählte von seiner Frau, die vor ihm gestorben war, die hat ihn empfangen. Er erzählte von der Musik und erzählte dann auch von diesem wenig angenehmen Gefühl, wieder auf dieser Erde zu landen. Ich habe sowas noch nie gehört und dachte, naja, Schauspieler. Und später habe ich dann eben erlebt, dass viele Schauspieler, denn die sind, haben ja einen bestimmten Sensus für solche Geschichten, in der Lage sind, solche und ähnliche phänomenale Erlebnisse wiederzugeben. Ich habe damals nicht darüber geschrieben, weil er hat mich darum gebeten, weil er meinte dann, wenn das in der Zeitung steht, ich bin zwar schon verrückt, hat er gemeint, aber ich möchte nicht noch verrückter werden. Und dann haben wir das gelassen. Das war meine erste Begegnung mit diesem Phänomen, das ich allerdings sehr schnell vergessen habe, weil ich dachte, das seien eben irgendwelche Fantasien, die der Jürgens da erzählt hat. Aber ein Vierteljahr später stand im Spiegel, damals schon ein renommiertes Nachrichtenmagazin, eine Titelgeschichte, die hieß Das schöne, sanfte Sterben. Das war ungewöhnlich für ein Nachrichtenmagazin, so eine Geschichte. Und darin erzählten die Reporter, die das recherchiert hatten, von einer Arbeit eines amerikanischen Arztes namens Raymond Moody, der Menschen, die schon, also die schon, na, wie nennt man das, klinisch tot waren, reanimiert hatten und die dann ähnliche Geschichten erzählten. Das war natürlich für mich ein Fanal. Ich bin Spiegelleser seit der ersten Stunde. Und dass der Spiegel, der sich damals mit Franz Josef Strauß und den ganzen Intrigen der deutschen Adenauer-Politik beschäftigte, dann plötzlich eine Titelgeschichte machte und dann auch noch eine Fortsetzung. Und dann habe ich mich mit dem Verfasser, Schreiber hieß der, getroffen. Und er hat mir genau erzählt, wen er zu diesem Thema alles interviewt hat. Von Charles Aznavour, der ähnliche Erlebnisse hatte, bis hin zu amerikanischen Ärzten, amerikanischen Politikern. Also dieses Nahtoderlebnis hatten offenbar mehrere Leute. Inzwischen weiß ich, dass das nicht Leute hatten aus den 70er Jahren, sondern Platon schreibt schon darüber. Und in vielen römischen Schriften ist davon die Rede, dass Soldaten, die während des Kampfes gefallen waren, an der Grenze zum Sterben solche Erlebnisse hatten. Es ist also nichts Neues. Für mich war es das schon. Und dann kam noch eine Geschichte hinzu, da hatte ich ein Interview mit einer Frau, der hatte man die Wohnung gekündigt. Und der Richter fragte dann, warum? Ja, ich bin nachts immer sehr laut, ja, was machen Sie da? Ja, ich rede mit Toten. War natürlich wieder so eine Nummer, woran Journalisten nie glauben. Ja, es gibt halt Verrückte. Und die erzählte mir aber dann genau, wie sie das macht, nämlich mit einem Kassettenrekorder und dann ruft sie die Verstorbenen und die antworten dann und da sagte ich, könnten Sie das auch, ich war damals bei Radio Luxemburg, könnten Sie das auch im Studio? Ja, klar, die ist Groll, Elisabeth Groll. Und die kam dann und da war zufällig die Margot Werner zu Gast, deren Mutter kurz vorher gestorben war. Und die hat sie dann mit diesem Gerät gerufen. Ich habe nichts gehört, zwar Gekrächze und Gejaule auf diesem Band, aber diese Frau Groll erzählte, ihre Mutter hat sich gemeldet und sie ist dann und dann gestorben und liegt dann und da an dem Friedhof. Und in ihrem Sarg ist ein Teddybär. Und das hat alles gestimmt.
Die Margot Werner ist also fast vom Stuhl gefallen. Und wir hatten, heute würde man sagen, einen Shitstorm im Sender. Die einen riefen an und sagten, das ist ja alles Mittelalter und tiefste Provinz und wüste Geschichten. Und die anderen sagten, mehr, mehr, mehr. Mein Programmdirektor war damals der Frank Elstner, der hörte sich das an in einer Konferenz. Und dann sagte er, daraus machen wir eine Sendereihe. Die heißt Unglaubliche Geschichten und du machst die. Und daraus wurden 1000 Sendungen im Radio und im Fernsehen und ich habe mich wirklich 20 Jahre lang, wie Goethe sagen würde, mit dieser harten Speise auseinandergesetzt. Der Trutz hat applaudiert, weil der Trutz bei mir auch schon in der Sendung war und ich war ganz lieb zu ihm. Das war ich nicht immer. Es gibt einen Satz von Hans-Joachim Friedrich, der ein großes journalistisches Vorbild war für mich. Der hat gesagt, mache dich nie gemein mit einer Sache und sei sie auch noch so edel. Das heißt, ein Journalist muss immer den Abstand wahren. Bei dem Thema, ja, bei Leben nach dem Tod ist es schwierig, weil man ja selber involviert ist. Man möchte natürlich auch was hören, was einem selbst Trost gibt und vielleicht Hoffnung auf eine andere Existenz. Ja, wir haben dann diese Sendereihe sehr lange gemacht und dann habe ich, wie Herr Wilkowski war so freundlich, das Buch anzukündigen, da hat der Verlag zu mir gesagt, schreiben Sie doch mal alles auf, was Sie während dieser 20 Jahre besonders beeindruckt hat. Das habe ich gemacht, das heißt verborgene Wirklichkeiten und damit war mein Thema beendet. Dann habe ich mich mit anderen Dingen auseinandergesetzt. Ich arbeite immer noch als Kulturkorrespondent für die Frankfurter Rundschau, aber vor allen Dingen mit meinen drei Jungs. Und die sind inzwischen 7, 10 und 14 und gucken sich auch die Sendungen an über UFOs, über Engel und sagen dann manchmal, naja, Großvater spinnt wieder mal. Aber sie gucken sich's an. So, das war mein Einstieg zu diesem Thema. Vielleicht war es bei Ihnen genauso lustig. Ja, eine Mischung. Ja, erzählen Sie mal, Doris. Ja, hallo, könnt ihr mich hören? Ja? Hallo? Okay. Gut, ich glaube, die meisten kennen mich, ich kenne von euch auch viele, mein Name ist Doris Forster, ich wirke als Medium und ich war ein sehr zögerndes Medium, ich wollte gar keins werden, aber irgendwie, man könnte es auch Schicksal nennen, es war scheinbar mein Weg, ich bin da so richtig drauf geschubst worden. Ich habe als Kind schon wieder Erlebnis gehabt, ich komme aus einem gutbürgerlichen Haus, mein Mann war Kaufmann, war nichts Besonderes. Und die hatten nun so ein Kuckucksei, das Doris hieß. Wie anders, ich sprach von anderen Leben, habe genau die Leute beschrieben. Und ich habe immer von einem Leben gesprochen, dass ich eine Nanny hatte. Wir wissen ja, eine Nanny ist der englische Kindermädchen. Und ich habe die beschrieben, muss Nanny, where's my Teddy? Als Dreijährige habe ich Englisch gesprochen. Auf Englisch gesagt, where's my Teddy? Wo ist mein Teddy? Und ich habe das Haus beschrieben. Und alles ist meine Eltern nur mal mit dem Kopf. Und dann hat ich gesagt, die hat viel Fantasie, die muss mal auf die Bühne. Sagte, du wirst mal eines Tages auf die Bühne gehen. Er hat recht. Aber die Bühne war anders, als wir gedacht haben. Weil eben, die hat so viel und Fantasie. Da ist es, kann man sagen, ist lustig. Aber wenn es einen betrifft und man sieht das und nimmt das wahr und keiner versteht einen. Ich kam mir mal vor, als wäre ich in der Wüste irgendwo war, eine verlorene Stimme. Und das ist es. Und es war erst. Und dann habe ich auch gelernt, je älter ich wusste, Doris schweige. Ich habe manchmal Verstorbene gesehen hinter den Leuten und habe gelernt, den Mund zu halten. Nicht in, gerade ich bin im Harz aufgewachsen, da sind wir verschlagen worden und die Brockenhexe war da, die waren da sehr, da haben die Leute schon zu meiner Mutter am 30. April, da schließt die Doris ein, heute ist Walpurgisnacht. Und ich habe mal am Fenster gestanden und habe überzeugt, ich würde die Hexen da reiten sehen. Habe natürlich nie einen gesehen. Es war in dem Sinne nicht lustig, man kam sich vor. Für mich war das Tatsache. Ich habe die mit physischem Auge gesehen, die Verstorbenen, und gehört.
und hatte Angst. Ich wusste ja nicht, was das war. Ich war eine verlorene Stimme. Hatte aber immer diesen Drang, ich wollte nach England. Gut, bin auch nach England verschlagen worden. Und da gibt es ja Kirchen, die gegründet sind auf diesem Leben nach dem Tod. Und dann sind wir eines Tages mit Freunden dort gelandet. Dann sah ich ein Medium arbeiten. Und ich sagte zu meinem damaligen Mann, das kann ich auch, was die kann. Und dann dachte ich, wir passen so dreist. Ich sagte, die wird gleich mit mir sprechen. Dann kam auch das Medium auf mich zu. War keine überwältigende Botschaft, die mich dazu überzeugt hätte, dass es Leben nach dem Tod gibt. Das war es nicht. Aber ich wusste, dass die Sache, das hier fehlt dir. Und da hat man dann recherchiert, nachgeguckt. Ich habe Bücher verschlungen. Ich habe von Carl Jung und einen Philosophen und alles Mögliche, was ich in die Hände bekomme, habe ich gelesen. Dadurch bin ich reingekommen. Aber das war nicht, ich habe etwas vergessen. Ich hatte kein Nahtoderlebnis. Ich hatte in England eine Routineoperation ohne Angst, alles. Und die hatten mir aus Versehen eine falsche Spritze gegeben. Und ich hopfe da rum, höre Stöhnen, gucke hin und da sehe ich mich auf dem Bett liegen. Und das Stöhnen kam von meinem Körper. Ich denke nur, was hat die denn? Was stellt sie sich so an? Und ich war aus meinem Körper raus. Es war nicht klinisch tot, ich lag in einem Koma. Und dann habe ich meinen Spaß gehabt. Ich habe überall gelauscht, habe mir die Leute angeguckt. Und ich habe an jemanden gedacht. Und auf einmal ging es, war so gefühlt, da war ich durch die Wand durch. Und man hört ja immer, dass die durch die Wand kommen, weil sie die feine ätherische Masse aus dieser ätherischen Masse bestehen. Und es war angenehm. Da habe ich es gleich nochmal gemacht. Und ich hatte meinen Spaß. Haben mir die Leute, die da auf derselben Zimmerlage angeguckt und haben gesagt, ja, die ist echt. Und habe auch zugehört, wie ein Ehemann das man seiner Frau was vorgelogen hat. Ich konnte von meiner Sicht sehen, wenn jemand gelogen hat. Und er hat ihr gesagt, ich kann dich morgen Abend nicht besuchen, ich habe Nachtdienst. Und ich so, der lügt. Man konnte es einfach sehen. Und das habe ich nie vergessen. Und nach einer Weile, ich hatte dann Spaß und warum und die Freiheit. Ich fühlte mich so leicht und beschwingt. Und dieses Leichte und Beschwingte habe ich bis heute nicht vergessen. Es war die nächste Demonstration. Die Kollegen, die mit dieser Arbeit wissen, das, was wir so die Astralwelt nennen, wo wir alle hingehen. Wir gehen nicht nach, wenn wir sterben. Und es war alles sehr hell, sehr leicht. Kein Tunnel, es war eben die Welt nebenan. Und dann auf einmal war ich wieder in meinem Körper und hatte Schmerzen von der Operationwunde und das Stöhnen, das war ich, machte auf und mach die Augen auf und meine Nachbarin an meinem Bett sagt, na, hast du dich entschieden, hier zu bleiben? Ich sage, was redest du denn? Ich war die ganze Zeit hier. Dann guckt sie auf die Uhr, guck mal hin, du warst 36 Stunden im Koma. Das kam mir vor wie 10 lustige Minuten. Ich hatte so viel Spaß, diese Leichtigkeit, keine Schmerzen und die Wahrheit. Man spürt automatisch, was du da siehst, ist die Wahrheit. Und das hat mich nie verlassen. Und ich weiß nur, nachdem erlebt, ich habe mit den Ärzten gesprochen, ich habe sogar mit dem Krankenhausfahrer gesprochen. Ich suchte nach was und keiner konnte mir eine Antwort geben. Die Ärzte natürlich, Schulmediziner, ja, Narkose hat ja was. Wir hatten ja auch gesehen, eine Spritze gegeben, die sie nicht vertragen haben. Und das hat zu den Halluzinogenen. Da habe ich gesagt, ich bin durch die Wand gegangen, das habe ich nicht geträumt. Und dann habe ich zu meiner Bettnachbarin gesagt, ich sage, dein Mann kann dich heute Abend nicht besuchen. Der hat Nachtdienst, nicht? Ich wusste aber, der hatte. Sagt sie, ja, wer weißt du das? Ich sage, woher soll ich das wissen? Ich habe es gehört, wer es dir gesagt hat. Ich habe ihr aber nicht gesagt, dass er gelogen hat. Die Frau war frisch operiert, das macht man nicht. Das war seine Angelegenheit, er musste damit leben. Aber danach fing ich an zu suchen. Da kam die Suche nach etwas, es war nicht die Narkose, es war nicht die Schwäche, es war zu real. Ich war lebendiger da in der Astralwelt, als ich hier war. Diese Leichtigkeit des Seins. Die Sehnsucht hat mich nie verlassen, dieses Beschwingte, dieses Helle, Wahrhaftige. Da war immer diese Sehnsucht. Also von der Minute an war die Angst vom Tod total weg. Nie wieder.
Ganz egal, die konnten mir Mediziner sagen, das war die Droge, die ich weiß, das ist ein tiefes inneres Wissen. Und der ähnliche Erlebnisse hatte oder Botschaften, wo man gespürt hat, das ist die Wahrheit. Da kann man keinen von abbringen. Das ist ein inneres Wissen, das wir alle einmal im Leben haben. Und das ist meins und dadurch, das war in Wirklichkeit mein Einstieg, um von der Gleichgesinnten zu finden. Aber dass ich das mal tun würde, ich dachte, wird ein interessantes Hobby werden. Am ersten kommt es anders, zweitens man denkt nicht. Und auf einmal war ich da mittendrin. Und das Schöne war, ich konnte es fließen lassen. Ich war unter Gleichgesinnten in England. Erstmal der Engländer von Natur aus ein sehr tolerantes Volk. Und du konntest den Kopf hochhalten, du brauchst dich nicht verstrecken, du konntest in die Kirchen gehen. Und die Sachen nicht nachgingen, die haben einfach gelassen. Die haben mich kritisiert. Auch wo ich jetzt wohne, meine Nachbarn wissen, was ich tue. Aber die haben Respekt davor, keiner sagt etwas. Nicht nur da, die Frau Nummer 27 spinnt. Im Gegenteil, sind alle sehr freundlich und nett. So, ich habe mir schon das richtige Land ausgesucht für diese Sachen. Und vor allen Dingen konnte ich dann auch das entfalten. Eins kann ich euch nur sagen, wir brauchen keine Angst zu haben. Diese Leichtigkeit des Seins ist unbeschreiblich schön. Ich hatte keinen Tunnel, ich habe keine weiße Gestalt, ist mir verborgen. Für mich war das die Realität da drüben. Auch ohne weißen Schein, ohne Tunnel, war es wunderschön, leicht und beschwingt. Und davor braucht man keine Angst zu haben. Der Tod ist nicht das Ende. Der Tod ist der Anfang zu einem neuen, bewussteren, schöneren Leben. Glaubt mir, es ist schöner. Und unsere lieben Verstorbenen, so Angst haben, die sind nicht alt. Meine Oma ist mit 93 und die kommt als junge Frau. Das ist kein Aging. Wir gehen alle zur Blüte unseres Lebens zurück, wo wir uns am wohlsten fühlen. Doris, ich muss noch mal einhaken. Ja. Ich habe solche Berichte, wie Sie sie jetzt eindrucksvoll schildern, schon öfter gehört. Und wenn wir das im Radio gesendet haben, kam immer der Einwand, ja, warum lebe ich dann überhaupt nicht? Warum springe ich nicht jetzt aus dem 6. Stock des Hochhauses? Ist das nicht gefährlich für labile Menschen? Für labile Menschen könnte es sein, aber da wird auch darauf hingewiesen, wenn man das tiefer studiert, und in den Seminaren, wir kommen alle hier, das Leben ist eine Lernaufgabe, die Schule des Lebens, kennen wir ja. Und damit unsere Seele reifer wird, ist der Planet Erde ein wunderbarer Ort, wo wir das lernen können. Leid, Schmerz, Freude, alles gehört dazu. Wenn viele Leute Leiter werden, die kommen sich manchmal vor, als sie bestraft sind. Ach, für was bin ich denn bestraft? Das ist es nicht. Das sind Lernaufgaben, damit wir reifen. Es gibt den Satz, was uns nicht umbringt, macht uns stark. Damit wir stärker werden, bewusster. Und wenn wir nun die Flinte ins Korn werden, sagen, ach, das ist so schön, ich schätze ja auch. Ich habe auch meine Momente gehabt, du bist da drüben, ist so schön, warum haust du dich ab? Dann habe ich mal hingesetzt, meditiert und nachgedacht, ja, dann kommst du nur zurück, musst es wiederholen, das mache ich nicht. Kein Mensch sagt da drüben was, keiner. Aber wir kommen zurück, bis wir lernen, durchzuhalten. Bleib stark. Und dann glaubt ihr, das ist, und wenn man es geschafft hat, ich habe in meinem Leben viel erlebt, auch trauriges, gute, wie mein Leben ist, aber im großen Grunde bin ich stolz darauf, ich habe viel überlebt und habe es durchgestanden. Und das macht mich stolz und ich hoffe darauf, wenn ich drüben ankomme, dass sie zu mir sagen, du hast dir große Mühe gegeben, da bin ich schon zufrieden, hast du gut gemacht, Mädchen. Nicht? Und perfekt wird es nicht gewesen sein, aber wie auf meinem Zeugnis in der Mathe immer stand, sie hat es versucht. Und dann war ausreichend. Dann geben Sie mal das Mikrofon weiter an Herrn Dr. van Laak. Können Sie damit was anfangen, was Sie da gerade gehört haben? Mit dem Mikrofon? Ja. Ja, kann ich. Vor über 40 Jahren ist es jetzt her, war ich ganz anderer Ansicht, als ich es heute bin. Mein Vater hat mich damals 1976, im Juni 76 gefragt, was glaubst du passiert nach dem Tod? Und ich habe geantwortet als Medizinstudent, der schon Examen machte, nichts. Null. Nach dem Tod
passiert gar nichts, du lebst bestenfalls weiter in den Erinnerungen deiner Nachfahren. Und das hat dann zu der Überlegung natürlich geführt, dass wenn die dann irgendwann sterben, dann bist du irgendwann auch endgültig weg. Ja, und dann muss ich habe ich schon festgestellt, dass ich eigentlich, und das war ein Glück, Erfahrungen gemacht hatte, die wir heute als außergewöhnliche Bewusstseinserfahrungen bezeichnen, die ich damals schon gemacht hatte, aber immer verdrängt hatte oder ignoriert hatte. Aber wenige Jahre später oder kurze Zeit später kam es dann dazu, dass ich eine von 5 Krisensituationen, also persönliche, existenzielle Krisensituationen in meinem Leben hatte, das heißt dem Tod äußerst nahe war. Und in diesem Jahr, Ende 1977, hat man mir noch ein halbes Jahr zu leben gegeben. Von höchster Ordinariatsseite, muss man sozusagen. Und das habe ich jetzt schon bald 40 Jahre überlebt. Und diese Situation hat eigentlich dazu geführt, dass ich mich mit dem Tod erstmals wirklich beschäftigt habe. Und dann habe ich das aber von anderer Seite gemacht. Ich habe es von der naturwissenschaftlichen Seite gemacht, weil für mich war die Mathematik immer eine Versuchung. Ich habe es von der naturwissenschaftlichen Seite gemacht und habe aufgerollt und geschaut, wenn die Naturwissenschaft sagt, der Tod ist definitiv das Ende, und das war auch damals meine Überzeugung, und ich trotzdem der Ansicht bin, es könnte ja vielleicht weitergehen, oder die Hypothese zumindest für mich habe, es könnte weitergegeben und durch Krankheit und durch Unfälle bedingt auch provoziert wurde bei mir, da musste ich mich mit den Naturwissenschaften in voller Breite auseinandersetzen und gucken, gibt es Lücken? Und diese Lücken habe ich sehr schnell gefunden. In allen Bereichen. Egal, ob das die Kosmologie, die Physik war oder die Biologie oder die Chemie. Und ich habe festgestellt, dass in den ganzen naturwissenschaftlichen Fächern wenig über die Tellerränder geschaut wird. Die Leute sind festgefahren in ihrem Bereich und gucken auch nur in ihrem Teller nach, was ist. Und dann kommt der zweite Punkt. Jedes Phänomen, jede Beobachtung, jede Messung, jedes Ergebnis wird interpretiert. Und was landet in der Öffentlichkeit? Weniger das Phänomen als die Interpretation. Und diese Interpretation ist eben im eigenen Tellerrand. Und genau das führte dazu, dass ich sehr schnell feststellte, da ist einfach viel Unsinn, was kolportiert wird. Und das hat mich dann natürlich auch im Laufe der Jahre dazu getrieben, mich mit anderen Dingen zu beschäftigen. Und da kamen erst nachher die Nahtoderfahrungen hinzu, in die ich mich dann allerdings als Mediziner, ich bin jetzt 37 Jahre Arzt, sehr stark hineingebracht habe. Ich habe dann natürlich auch die Möglichkeit gehabt, mich mit Patienten zu beschäftigen, Patienten zu befragen, das Vertrauen bei Patienten aufzubauen, und habe eine ganze Menge von Nahtoderfahrungen beispielsweise, aber auch andere außergewöhnliche Bewusstseinserfahrungen gesammelt und mich mit den Menschen unterhalten können. Und da, um das dann zu beantworten, sind viele Dinge in ähnlicher Form herausgekommen. Nun muss ich aber auch da immer relativierend sagen, auch hier sind natürlich die Interpretationen dessen, was als Phänomen einem selber gegenübertritt, was man erfährt, sind enorm. Sind so dramatisch, dass sie oftmals natürlich auch wiederum den eigentlichen Faden dessen, was da womöglich gewesen sein könnte, verlassen. Aber nichtsdestotrotz habe ich, und das dann gestützt durch eigene Erfahrungen, die ich auch noch hatte, feststellen dürfen, dass die Naturwissenschaften uns sehr, sehr viele Löcher übrig lassen, in die wir einhaken können, und dass auf der anderen Seite diese Phänomene teilweise sogar verifizierbar sind. Und diese Verifizierbarkeit, gerade auch von Erfahrungen im Rahmen der Nahtoderfahrungen, der Nahtoderlebnisse, diese Verifizierbarkeit hat mich dann dazu geführt, natürlich mich mit diesem Phänomen auch sehr intensiv zu widmen und gerade nach solchen verifizierbaren Sachen, also nachvollziehbaren oder nachweisbaren Sachen zu suchen. Und da bin ich auch sehr häufig fündig geworden, auch im eigenen Patientengut, um es mal so zu formulieren. Und deswegen bin ich heute, 40 Jahre oder über 40 Jahre nach diesem Eingangserlebnis, was ich sehr gut in Erinnerung habe, mein Vater ist inzwischen 21 Jahre tot, bin ich der tiefen Überzeugung, der festen Überzeugung, das ist ja auch in einem Interview hier an Herrn Wiergowski in Ihrer Zeitschrift erschienen, dass es nach unserem Tod weitergeht. Und zwar definitiv, und zwar für jeden mit Übernahme seiner kompletten Persönlichkeit, was auch in Nachtoderfahrung rüberkommt.
viele andere Dinge, die uns so herübergebracht werden, so, ich sag jetzt mal, spekulative Inhalte über das, was dann folgt, kann ich nicht unbedingt immer nachvollziehen. Aber das, der Grundsatz, Sie leben weiter, wenn Sie hier gehen, der ist für mich fest. Es gibt eine sehr schöne Aussage über dieses Thema von dem Schriftsteller Eco, der den Namen der Rose geschrieben hat. Und der hat gesagt, für das Jenseits oder das, was wir als Jenseits, als Erlebnisraum nach dem Tode bezeichnen, gibt es keine Worte. Es gibt, wir leben in einer Welt, in der es den die Zeit und den Raum gibt. In dieser Existenzform gibt es das nicht. Das heißt, wir sind jenseits, das ist jenseits unserer Vorstellungskraft. Und er hat gesagt, das Jenseits, das ist ein Intellektueller gewesen, ist eigentlich ein semantisches Problem, also etwas, was man nicht beschreiben kann. Das ganz kurz ergänzen, es gibt den Henry Nouwen, den niederländischen Philosophen und Theologen, der hat einen wunderschönen Dialog der Zwillinge im Mutterleib geschrieben. Und in diesem Dialog der Zwillinge im Mutterleib, den Sie alle im Internet finden und der in zwei Büchern von mir auch niedergeschrieben ist, unterhalten sich halt zwei Zwillinge im Mutterleib und sprechen darüber, was passiert eigentlich nach der Geburt. Und der eine, der Pessimist, sagt, ja, das ist unser Ende. Der andere sagt, ja, das kann ja nicht sein, das muss irgendwie weitergehen. Und so unterhalten die sich auf sehr nette Art und Weise und da kommt genau das raus, was sie sagen. Es kommt der Tag der Geburt und ihnen fehlen die Worte für das, was sie alles erleben. Sie trauen ihren eigenen Augen nicht. Und genau das ist drin. Deswegen einfach diese Vorstellung. Wir sitzen hier in einer Art Mutterleib. Und wenn wir sterben, dann treten wir aus diesem Mutterleib aus, ist großartig und trifft wahrscheinlich den Fall. Und beschreiben können wir das, was dann kommt, hier nicht. Ich habe es ja schon angedeutet, wir sind ja nicht die erste Generation, die sich mit diesem Phänomen beschäftigt. Wenn Sie sind auch Philosoph von Haus aus, zurückgehen auf Kant, auf Nietzsche, auf Goethe, Schiller. Alle waren sie von einer irgendwie gearteten Existenz nach dem Tode überzeugt und die eben genannten Personen konnte ich für meine Sendung nicht mehr interviewen. Ja, Moment, und mir wurden oft Mittel angeboten, einen solchen Kontakt herzustellen. Also zum Beispiel kennen Sie wahrscheinlich das Phänomen der Tonbandstille. Und dann haben wir Leute, die das beherrschen und die damit argumentieren, gesagt, da kannst du ruhig mal deinen Goethe rufen. Ich habe es nicht gemacht. Ich wollte, sagen wir mal so, ich bin Frankfurter, ich wollte ihm seine ewige Ruhe gönnen, obwohl, wenn ich jetzt höre, dass er da durch die Gegend hüpft wie ein wildes Kaninchen, hätte ich ihn vielleicht mal ablenken können von dem, was er da gemacht hat. Aber ich habe versucht, Menschen, die eine Reputation haben als Wissenschaftler, denn wenn ich Ihre Arbeiten so richtig verfolge, Herr van Laak, sind Sie ja interessiert daran, die Geisteswissenschaften mit den Naturwissenschaften zu kombinieren. Ja, da stimme ich Ihnen zu, da gibt es viele Berührungspunkte. In Basel gibt es jedes Jahr die Basler Psi-Tage. Das ist eine große, renommierte Veranstaltung. Nicht so gut wie die hier. Das ist schon klar. Aber auch renommiert. Und wir haben da oft gedreht, weil da liefen also Menschen, wie zum Beispiel der Ian Stevenson, der über Kinderreinkarnation ja geschrieben hat. Also es waren sehr viele renommierte Menschen aus der ganzen Welt da. Und gegenüber war in der Basler Mustermesse gerade eine Insektenausstellung. Und ich sagte zu meinem Kameramann, wir gehen da mal rüber, Insekten können wir immer gebrauchen. Die kann man irgendwo einschneiden, schöne Schmetterlinge oder Heuschrecken oder was auch immer. Und dann sah ich es müssen Millionen Insekten gewesen sein, tot. Die träumten vielleicht auch alle gerade von einem Leben nach dem Tod. Noch mehr Insekten. So. Und da war ein älterer Herr, der beugte sich mit einer Lupe über diese Ausstellungsstücke da, über diese Kisten mit den aufgespießten Schmetterlingen
Und ich habe ihn sofort erkannt, das war nämlich der berühmte Philosoph Ernst Jünger. Ich hatte vorher immer wieder versucht, er ist 104 Jahre alt geworden, ihn zu besuchen. Der lebte auf der Schwäbischen Alb, aber man sagte dann immer, nein, das ist schon alter Herr und Fernsehen, das weiß er sowieso nicht, was das ist. Den wollen wir da mal in Ruhe lassen. Und dann bin ich mit der Kamera da zu ihm hin, habe mich vorgestellt und habe ihn gefragt, was er denn da so treibe mit den toten Insekten. Und dann stellte sich heraus, was ich nicht wusste, dass er Insektensammler war, auch Insektenkenner, dass das also seine große Leidenschaft war. Und neben ihm war sein Freund, den hat er mir vorgestellt, der hieß Hoffmann. Und ihm wird es vielleicht noch was sagen, später ist es mir gedämmert, das war der berühmte Chemiker von Hoffmann-Roche, der das LSD erfunden hat. Das wusste ich damals nicht, sonst hätte ich den auch noch angefragt. Und dann sagte ich, hat er mir einen Vortrag gehalten über den Tod und über die Insekten und welche große Rolle sie in unserem Leben spielen. Vor allen Dingen die Schönheit dieser Insekten hat er bewundert. Wenn Sie einen Philosophen haben, der 104 Jahre alt ist, den Sie zufällig bei einer Insektenausstellung treffen, dann müssen Sie ihn zwangsläufig ausfragen, denn der weiß mehr als Sie. Und da habe ich ihn gefragt, dezent, Sie sind ja jetzt 104 Jahre alt. Es könnte ja sein, dass Sie eines Tages diese Welt verlassen. Immer vorsichtig. Glauben Sie eigentlich an ein Leben nach dem Tod? Und da hat er gesagt, wenn man ein bestimmtes Bewusstsein erreicht hat, ist gar nichts anderes möglich. Das hat mir sehr imponiert. Und als er dann starb, haben wir den Satz an die ARD verkauft. Naja, das ist doch normal, ja, beim Fernsehen. Ich war der Letzte, der ihn interviewt hat. Der hat wirklich tolle Sachen gesagt. So, ich will nochmal auf dieses Tonbandstimmenphänomen zurückkommen, das mich damals sehr beschäftigt hat, weil ich ja auch immer mal was gehört habe. Und dann kam der Entdecker dieses Phänomens, das war ein Philosoph aus Schweden, Friedrich Jürgensen, sehr angenehmer Mann, groß, schlank, größer noch als Sie, Entschuldigung, ja, länger als Sie, größer als Sie kann keiner sein. Und der erzählte mir, dass er in seiner ruhigen Art, dass er im Wald in Schweden irgendwo mit seinem Tonbandgerät war und wollte den Ruf der Nachtigallen aufnehmen und hat dann plötzlich, als er nach Hause kam, eine Kinderstimme gehört auf diesem Tonband. Und er ist dann nochmal dorthin, weil er gedacht hat, das muss irgendein Irrtum gewesen sein. Und dann stellte sich heraus, dass das ein Mädchen aus der Nachbarschaft war, die im Alter von 16 Jahren verschollen war. Also die wurde irgendwie umgebracht. Und die hat dem Jürgensen über dieses Tonbandstimmenphänomen mitgeteilt, wo ihr Körper verscharrt ist. Da muss man schon drüber nachdenken, wenn man sowas erfährt. Und ich habe dann später, hier der Herr Wilkowski wird das wissen, auch mit Leuten wie König gearbeitet und Köberle. Und die haben mir dann ihre tollsten Sprüche vorgeführt. Es war... Dieses Tonbandstimmenphänomen erlebte dann noch eine Evolution. Es meldete sich ein Rentner aus Aachen, Klaus Schreiber, der mir dann erzählte, dass er nicht nur Tonbandstimmen aufgenommen hat, sondern die dazugehörigen Bilder der Verstorbenen. Und wir haben dann immer auf der Lauer gelegen dort und der hat im Keller da seine Anlage gehabt. Und wie gesagt, ich kannte den Kurt Jürgens ja von dieser Geschichte damals und wir sind uns immer mal wieder begegnet. Und nun war er tot und dann sagte der Schreiber, ich kann den hier jetzt rufen. Und dann erschien auf diesen Monitoren plötzlich ein Bild, das den Jürgens zeigte, als General Harras, also in seiner Rolle als Teufelsgeneral. Das war seine Lieblingsrolle im Fernsehen. Und der Schreiber, die Dutzende
wissen sich ja alle im Jenseits, ne? Ich hätte nie zu dem Jürgens nicht gesagt, Kurt, ja? Aber der Schreiber sagte, Kurt, melde dich doch mal. Dein Freund Rainer ist hier. Und ob Sie es glauben oder nicht, dann kam eine Stimme. Er hat gesagt, na, wie geht's dir denn? Und dann sagte eine Stimme, und das war meiner Ansicht nach die Stimme von Kurt Jürgens, der hatte ja eine wunderschöne Baritonstimme. Und diese Stimme sagte, ziemlich trocken hier. Mit anderen Worten, es wird auch gelacht im Jenseits. Also dieses, da kamen dann auch noch Bilder von der Romy Schneider und dann habe ich ihn, wir haben dieses Phänomen über mindestens 2 Jahre verfolgt, haben dann auch den Herrn Bender hingeschickt, sagt Ihnen wahrscheinlich noch etwas, den berühmten Parapsychologen Senkowski hat die Apparaturen untersucht. Man muss ja immer aufpassen, dass man da nicht reingelegt wird von irgendwelchen technisch begabten Menschen, die einfach einem sowas vorführen wollen, aus welchem Grund auch immer. Der Schreiber war das nicht. Als wir eines Tages bei ihm auftauchten, sagte er, pst, sag ich, was ist denn los? Inzwischen hat er mir das Du angeboten. Hat er gesagt, meine Frau ist gerade gestorben. Ja, schrecklich. Ja, nee, schrecklich nicht. Die liegt unten in dem Experimentierkeller und ich warte nur darauf, bis sie sich gleich meldet. Hat sich nicht gemeldet. Sie lag da nur. Ich habe darüber ein Buch gemacht, das heißt Bilder aus dem Reich der Toten. Das ist eines meiner kommerziell erfolgreichsten Bücher, weil das auch verkauft wurde in Amerika und Frankreich und Italien. Und das ist ein Phänomen gewesen, wo ich heute noch sagen kann, was ist da passiert. Ich weiß es nicht. Es war mit Sicherheit kein, heute heißt das Fake, es war mit Sicherheit nichts Manipuliertes. Der Schreiber ist dann auch gestorben und damit war die Sache erledigt. Also wir haben dann nichts mehr weiter gemacht, aber ich wurde zum Beispiel an die Karls-Universität nach Prag eingeladen, um über dieses Phänomen zu reden. Ich war ja nur der Beobachter. Ich habe da ja nie mitgemischt, und außer dass der Kurt mich angesprochen hatte. Also das ist ein sogenanntes, oder ich weiß es nicht genau, Materialisationsphänomen, und damit sind wir bei Ihnen, Herr Große. Was ist da passiert? Können Sie das nachverfolgen, was da im Hause Schreiber passiert ist? Ja, im Hause Schreiber weiß ich jetzt nicht, aber ich kann auf ähnliche Dinge eingehen. Das waren so viele Anknüpfpunkte. Ich würde vielleicht kurz vorher auch nochmal den Satz sagen, weil dem Professor van Laak ist es 40 Jahre her, dass er so in dieser klassisch schulwissenschaftlichen Sozialisierung war und verlassen hat. Bei mir ist es noch nicht so lange her, aber ich bin ja auch noch ein bisschen jünger. Weiß ich nicht. Also bei vor 20 Jahren wäre das alles totaler Quatsch für mich gewesen, und das war jetzt auch nicht so ein Erweckungserlebnis, sondern ein kontinuierliches Aha-Staunen hier, irgendwie Menschen kennenlernen, Erfahrungen machen, veränderte Bewusstseinszustände. Und jetzt sozusagen der Sprung ins Heute und um zu der Frage zu kommen, mit dem Duzen im Jenseits, knüpfe ich vielleicht direkt an, da denke ich nämlich an meinen Freund Winston, ein Spirit, der bei dem Warren Kaler durchkommt, der mit Nachnamen Churchill heißt, mit dem es wunderbare Unterhaltungen gab und von dem ich eben seine Stimme auch aufgenommen und analysiert habe. Ich habe heute Nachmittag darüber ja gesprochen, was ich so an Untersuchungen bisher gemacht habe, eben mit dem Fokus auf Audioaufnahmen, weil die einfach am einfachsten sind in diesen Seance-Räumen und bei diesen Phänomenen, weil da die Medien am ehesten bereit sind zu sagen, das machen wir, wenn man jetzt mit größerem Gerät anrückt, wie Wärmebildkameras oder Kameras in Rotlicht, ist meistens da noch einfach erstmal bei den Medien oder auch bei den Spirits so ein mal langsam, mal gucken, vorsichtig. Aber eben mit diesen Audioaufnahmen kann man schon auch schon einiges machen, was eben sozusagen dieses Beobachten angeht. Also ich selber bin auch nur, wie Sie sagen ja heute, Sie sehen sich als Beobachter, ich bin auch ein Beobachter, also ich bin jetzt nicht einer, der selber da besondere Kontakt zum Jenseits herstellt oder mediale Fähigkeiten hat, aber ich kann eben messen und mit meiner wissenschaftlichen Neugier und hoffentlich hinreichender Offenheit rangehen. Und dann ist es eben schon erstmal zum Schmunzeln, wenn man dann eine Stimme hört, die tatsächlich auch sehr wie Winston Churchill klingt. Ich habe dann natürlich bei YouTube Originalaufnahmen herausgesucht. Ich habe mir auch mal Schauspieler rausgesucht, die Winston Churchill spielen.
aber die können das nicht so gut wie das Spirit Churchill. Also auch da, wenn ich da mit der Sprachanalyse rangehe, ist der zwar nicht identisch mit dem Original Churchill, da ist auch die Frage, wie sich die Stimme über das Lebensalter verändert. Vielleicht habe ich auch noch nicht das richtige Churchill-Alter gefunden von dem Spirit Churchill. Aber es ist schon erstaunlich, wie vom Duktus und auch von ja, bestimmten Stimmanteilen, wie ähnlich das ist. Und da sind wir sozusagen bei dem Beobachten und bei jetzt nicht beim Schreiber, aber eben bei jetzt Medien wie Warren Kaler oder auch wieder beim Kai Mügge gibt es jetzt diese Phänomene, gibt es andere Phänomene. Aber da sind wir sozusagen heute mitten in der Gegenwart, wo man auch untersuchen kann, wo man auch gucken kann und jede Menge staunen kann. Und da bin ich gerade so unterwegs. Und mehr sage ich erstmal nicht, damit der Kai auch zum Zuge kommt. So, danke dir. In Goethes Faust heißt es, wollt ihr nicht auch ein kräftig Wörtlein sagen? Wollen wir. Bitte. Wollen wir. Ja, also bei mir begann das mit ganz frühen außerkörperlichen Erfahrungen in einem ganz rationalen Lehrer-Elternhaus, die ich über Jahre nicht anbringen konnte und die in meinen ganzen ersten Lebensjahren dazu führten, dass ich von einem Psychologen zum anderen Psychologen gebracht wurde, was wiederum dazu führte, dass ich einfach kein frühes Coming-out als Persönlichkeit, als Kindheitspersönlichkeit erleben konnte. Und dann kam zu diesen außerkörperlichen Erlebnissen, die zuerst mit Reisen innerhalb des großelterlichen Hauses begannen und sich sehr schnell aus dem Haus hinaus bewegten und letztlich an verschiedene Orte dieser schönen Erde, von denen ich damals wusste als Kind. Dann gesellte sich dazu während meines 11. Lebensjahres eine Erfahrung mit der geistigen Welt, die nicht viele privilegiert sind zu machen, nämlich das Erleben, wenn, also im Volksmund heißt diese Phänomenologie Poltergeiststörung. Die trat nicht bei mir auf, die trat nicht in meiner Familie auf, sondern in der Familie meiner besten Schulfreunde damals, ein Zwillingspaar. Und zu dieser Zeit war es üblich, dass Jungs beieinander übernachteten. Ich übernachtete regelmäßig bei der Familie, war ein angesehener Hanauer Fotograf im Hause und eines Tages begannen die zu erzählen, irgendwas würde bei ihnen zu Hause nicht stimmen. Und ich nahm sofort Witterung auf. Und ihr müsst wissen, dass meine außerkörperlichen Reisen begleitet waren von Stimmen, die kommentierten, empfahlen, Tipps gaben. Und ich lernte sehr schnell, dass die Begegnung mit dem Poltergeistspuk, mit der Erfahrung, dass die geistige Welt in die unsere eindringen kann, in diesem Fall auf höchst ungewöhnliche Weise und unangenehme Weise, dass das eine Form der Realität ist, die womöglich mit mir selbst zu tun hat. Und währenddessen alle innerhalb dieser Familie extrem eingeschüchtert waren und der Poltergeist ist immer ein höchst ruinöses Geschehen, der vernichtet Familien, der vernichtet Beziehungen, der vernichtet Arbeitsplätze letztlich auch. Die Leute sind nicht mehr in der Lage, in voller Kapazität zu arbeiten, weil sie so an diesen Störungen halt eben hängen. Und während diese Familie extrem eingeschüchtert war, war ich eigentlich extrem entzündet. Und habe dann innerhalb von 3 Jahren fast die gesamte deutsche Literatur zu diesem Thema verschlungen. Das bedeutet, die Experimentalliteratur aus den 20er, 30er Jahren, Schrenk Notzings Materialisationsphänomene beispielsweise, habe ich bereits mit 13 gelesen, damals aus der Universitätsbibliothek Marburg wurden diese dicken Bücher noch verschickt. Heute besorgt man die sich einfach aus einem Antiquariat. So, und dann bin ich mit 15 Traditionen bei uns in der Familie aufs Internat gekommen und
seitdem, im Internat habe ich dann meine erste Seance-Raum-Gruppe gegründet, jeden Dienstag im Haus der Mädchen hatten die Erzieher Sportabend. Kein Erzieher war auf dem Gelände für 2 Stunden und da hielten wir unsere Seancen und fast 2 Jahre lang sorgte das für reichlich Ärger. Wir sind immer wieder verdonnert worden, es zu lassen, denn es gab immer wieder Schulkameraden und Kameradinnen, die darüber plapperten, obwohl ich sie zum Stillschweigen versuchte zu bringen. Und und seitdem bringe ich Leute zusammen in den Seance-Räumen. Experimentalgruppen kamen und gingen. Und im Jahre 2004, als ich selbstständig wurde beruflich, wurde der Felix-Zirkel gegründet, in dem verschiedene Medienschaften entwickelt wurden, unter anderem die meinige, die im Rahmen des Arbeitens im Felix-Zirkel einfach wirklich auch zu Höhepunkten innerhalb dieser Mediumschaft führte, in dem Sinne, dass ich eine klassische physikalische mediale Begabung ihren Raum brach mit all ihren Seltsamkeiten, mit all ihren Fremdartigkeiten, die wir aus der sogenannten physikalischen Medialität kennen, von bewegenden Gegenständen über Ektoplasma, materialisierenden Gesichtern, materialisierenden Gegenständen, Verstorbene, die ihre Gesichter zeigen in fremdartigen Massen, die dem Leib des Mediums entströmen. Im gleichen Moment versuchen wir aber ein bisschen das konzeptionell zu erweitern, weil wir glauben, dass da draußen noch sehr viel mehr zu entdecken ist als das Diesseits-Jenseits-Prinzip. Allein der diesseitige Mensch weiß heutzutage so viel mehr, wie komplex die Realität gebaut ist aus der Quantenmechanik und so weiter. Und wir glauben, dass moderne Medien dafür prädestiniert sind, aus der geistigen Welt Informationen zu beziehen, die ja ein bisschen diese klassischen Konzepte erweitern. Ich will die ja gar nicht verdrängen, das ist auch, wie gesagt, eine wichtige sozialpsychologische Komponente, Trauerarbeit mit Medien und so weiter. Ich glaube aber, dass aus der geistigen Welt noch viel, viel mehr interessante Informationen zu holen ist. Und ich bin strikt dagegen, dass man die Kommunikation mit der geistigen Welt ideell begrenzt, so wie das die einflussreichen Schulen Englands beispielsweise machen, die also Teile der jenseitigen Kommunikation begrenzen und die Kommunikation einzig und allein auf die Kommunikation mit Verstorbenen hin ausrichten. Das macht Sinn, das ist gut, mit Verstorbenen zu kommunizieren, aber da draußen ist so viel mehr. Sehr schön. Ich würde Ihnen raten, einen Radiosender zu eröffnen und die Leute einfach auffordern, ihre Geschichten zu erzählen. Denn genau das haben wir damals gemacht bei Radio Luxemburg. Hieß, wie gesagt, unglaubliche Geschichten, lief jeden Samstag zwischen 10 und 11 Uhr und die Sendung war die billigste, die je ein Radiosender machen kann, denn die Leute riefen an und erzählten ihre Geschichten. Das einzige Honorar war ich nicht preiswert. Aber dafür hatte ich ja die Leute und genau diese Anrufe kamen vom Elektroplasma. Also, ich hatte dann am Anfang, den werden Sie wahrscheinlich noch kennen und hoch verehren, den einzigen Parapsychologen zu dieser Zeit, das war der Professor Bender. Der hatte ein Institut für Parapsychologie und Parahygiene, nannte sich das an der Universität in Freiburg. Der hat dort Vorträge gehalten vor Studenten. Also, der wurde zwar in Freiburg immer als der Geisterbender, wurde der beschimpft, aber der hat die Sache ganz ernst genommen und der saß eine Zeit lang immer neben mir. Und ich dachte, was erzählen die denn da alles? Und dann sagte der Bender nur, das ist ja fantastisch. Seien Sie froh, dass Sie das erleben. In meinem Institut tauchen die Geister nämlich überhaupt nicht auf.
Also der hat die Leute richtig aufgefordert, macht mal weiter so. Ja, das war also ganz spannend. Später wurde dann zu alt, dann kam sein Assistent, Elmar Gruber, ein Bewusstseinswissenschaftler. Und da haben wir das auf diese Ebene gehoben, also auf die Ebene menschliches Bewusstsein. Und wenn man von Leben nach dem Tod spricht, gehört ja etwas dazu, das viel, viel wichtiger ist und das hier repräsentiert wird durch meinen Freund Rozzardo, nämlich die Möglichkeit der Reinkarnation. Das ist ja viel spannender als jedes Jenseits. Wie funktioniert das? Gibt es das überhaupt, Wiedergeburt? Es wird immer dem Buddha in die Schuhe geschoben. Und, er hätte diesen Gedanken der mehrmaligen Leben oder tausend Leben in einem Leben erst so richtig unter die Leute gebracht mit dem Buddhismus. Das war nicht so. Der Buddha war da gespalten. Als er gefragt wurde, glaubst du, dass es eine Wiedergeburt gibt, hat er gesagt, bitte, vielleicht. Ja, ich weiß es nicht. Aber konzentrier dich doch nicht auf die Wiedergeburt. Konzentrier dich doch auf das Jetzt, auf das Heute. Heute lebst du. Nicht im Jenseits und dass du dann vielleicht möglicherweise noch reinkarnierst, das ist ja alles ganz schön, aber versuche das hier und jetzt zu leben. Das ist das Pragmatische am Buddhismus. Also da gibt es keine Religion, die ihnen einreden will, da gibt es Himmel und Hölle oder 20 Jungfrauen im Paradies, wie das im Islam offenbar gelehrt wird. So, jetzt kommen wir zu dem Punkt mit der Wiedergeburt. Das ist nämlich wirklich das Entscheidende. Haben wir eine Möglichkeit, nach unserem jetzigen Tod wieder geboren zu werden? Dafür gibt es auch keine Antwort. Das muss jeder für sich entscheiden. Aber das Thema ist so spannend, dass wir dann später, als wir Fernsehen gemacht haben, solche Fälle gefunden und auch rekonstruiert haben. Wir waren in Indien, haben mit Kindern gedreht, die behauptet hätten, sie hätten schon mal gelebt, sie seien als Erwachsener erschossen worden, die konnten zum Beispiel Zahlenkombinationen nennen, die nur derjenige wusste, der früher da erschossen war und dessen Wiedergeburt sie offenbar waren. Das waren ganz erstaunliche Fallbeispiele, nennt man das ja. Und das hat mich schon mehr beschäftigt als ein mögliches Leben nach dem Tod, denn da ging es ja weiter. Und dazu gibt es natürlich auch sehr viele Menschen, die sich dazu äußern. Ich hatte das große Glück, der Sir John Eccles zu begegnen, ein Gehirnforscher, Nobelpreisträger, der mit Popper zusammen das Buch geschrieben hat, Das Ich und sein Gehirn. Allein der Titel sagt ja schon aus, um was es geht. Das Ich hat ein Gehirn, eine Art Transmitter, mit dem wir irgendwo mit einer anderen Sphäre verbunden sind. Aber das Ich ist nicht in diesem Gehirn. Wo ist das Ich? Robert Sheldrake von der Universität in Oxford gibt die Idee der sogenannten morphogenetischen Felder, also eine Art Bewusstsein, eine Art globales Bewusstsein, das aber dieses eigene individuelle Bewusstsein mit einschließt. Also es gibt sehr interessante Modelle. Und denen nachzugehen lohnt sich auf jeden Fall. Und wenn man von der Wiedergeburt spricht, gibt es etwas, was ursächlich mit zusammengehört. Trotz, ich weiß, du weißt das alles. Das ist das Karma. Das heißt zu Deutsch, wie man in den Wald hineinruft, so schallt es hinaus. Demjenigen, den ich etwas böse tue, das tue ich mir. Irgendwann kommt das natürlich wieder zurück. Das ist ein hochmoralischer Gedankenansatz. Wenn die Leute sich diesen Karma-Gedanken verpflichtet fühlen würden, sähe die Welt anders aus. Denn da kommt es das Gute zurück, aber auch das weniger Gute. Und das Karma kann warten. Es gibt, das habe ich gelernt, das gebe ich einfach mal so weiter. Trotz, helf mir dabei, es gibt mehrere Sorten von Karma. Das ist das Karma, also Karma heißt der Weg in Sanskrit. Es gibt das Karma, das wir gerade schaffen. Wir, ich sehe hier, die hier sitzen, es gibt das Karma, das noch unerlöst ist, das auf uns wartet. Und was für noch ein drittes?
Also das Wichtige ist, dass wir im früheren Leben das mitbringen, das stört uns dann, wir wissen nicht, man findet vielleicht keinen medizinischen Grund beim durch Röntgen, man hat Nackenschmerzen, aber das kommt, weil wir im frühen Leben gehackt worden sind. Und wenn wir da zurückgeben, löst es auf, ist auf einmal weg. Ja? Also das ist das Erlösungskarma. Ja, ja. Und Karma ist weder gut noch böse. Und das heißt ja in der amerikanischen Verfassung, Paragraph 1, der Mensch ist frei geboren. Das klingt, sagen wir mal, staatsmännisch und sozial ganz gut. Aber es ist offenbar nicht wahr. Wir sind nicht frei geboren. Wir tragen ganz schöne Lasten mit uns herum, ob das aus der jetzigen Vergangenheit ist oder aus der Vergangenheit aus früheren Leben. Das macht... Meine Erfahrung ist, 90% von allen Dingen, die chronisch sind, kommen aus dem früheren Leben. Und die Medizin und die Psychotherapie muss lernen, den Spagatsprung zu setzen in die früheren Leben und dann das aufzudecken und aufzulösen. Das ist eine Revolution in der Medizin und Psychologie. Das kommt auch alles. Ja. Also wir haben mehrere solcher Fallbeispiele gedreht mit tatsächlich existierenden Beteiligten. Unter anderem erinnere ich mich an eine junge Frau, die hatte ein sogenanntes Kropfgefühl. Die hat immer geschluckt, die konnte nichts anderes machen als nur schlucken. Die ist von einem Arzt zum anderen gegangen und dann kam sie an einen Reinkarnationstherapeuten, der setzte sie dann in Hypnose, also in eine Art Trance. Und sie hat dann erlebt, wie sie als 12-jähriges Mädchen, so eine Art Heidi, im Berner Oberland ihren Großvater, so eine Art Almöhi, besucht hat. Und ist dann auf dem Rückweg nicht in den normalen Weg runtergegangen, sondern durch einen Hohlweg und wurde von der Lawine überschüttet, also verschüttet und hat dann ihr Erbrochenes, daran ist sie gestorben. Das heißt, also sie hat immer geschluckt, geschluckt, geschluckt. Und während, wir haben diese Sitzung gefilmt, während sie das plötzlich sah, dass sie das, also das Erbrochene schluckte, war sie geheilt. Also sie hat nicht mehr dieses Kopfgefühl gehabt, aber die Nummer wurde noch besser. Wochen nachdem sie wieder zurückgekehrt war, die lebte in St. Gallen, hat sie diesen Weg gemacht zu dieser Hütte, um herauszufinden, ob dieser Almöhi, den sie da in ihren Rückführungen gesehen hat, tatsächlich existiert. Die Hütte gab es noch und als sie dann auf dem Weg zurück war, durch diesen Hohlweg, da sah sie die Schweizer Bergwacht. Und dann guckte sie hin, ja, wen habt ihr denn da? Und dann haben die gesagt, das ist das Skelett eines 12-jährigen Mädchens. So schließt sich manchmal der Kreis. Ja, was ist zu sagen zum Thema Reinkarnation? Eine unendliche Geschichte. Also was Sie vorhin erzählt haben von Ihrer Kindheit, da gibt es ja einen amerikanischen Forscher, der heißt Ian Stevenson, und der hat 1200 Erlebnisse von Kindern aufgeschrieben. Ja. Denn es heißt, dass Kinder sich natürlich noch an ihre früheren Leben eher erinnern, als wenn sie dann so 12, 13 Jahre alt sind und der ganze Ballast des jetzigen Lebens sie niederdrückt praktisch. Aber ich habe das in meiner eigenen Familie erlebt, wo also die Julia mal zur Miriam sagte, die war noch ein Baby, da ging sie zu ihm hin und zu diesem Baby und sagte, Miriam, erzähl mir von drüben, ich habe schon so viel vergessen. Also das kann so ein Mädchen nicht erfinden. Und da hört man schon mal ganz aufmerksam zu. Ja, ich wollte nur sagen, wir verstehen uns nicht. Okay, ist besser. Ich habe auch eine Therapie machen müssen. Ich hatte immer wahnsinnige Kopfschmerzen im rechten Auge, aber richtig stechenden Schmerz. Die kamen ganz unerwartet. Kein Arzt konnte mir helfen, keine Tablette, das Auge tränte. Und die kamen immer ganz, und ich habe zur gleichen Zeit auch mal, als wenn ganz viele Leute geredet haben, das war ein eigenes Phänomen, habe ich natürlich nicht erwähnt, falls sie denken, ach, die wird jetzt schizophren. Dann hatte ich die Idee, ich mache mal, das mache Hypnose machen. Ich habe einen Therapeuten gefunden, dem ich vertraue. Und wir haben auch gleich einen Heiler gebeten, der damit sein. Und ich ging zurück. Es war so eine mittelalterliche Szene und ich war männliches Wesen. Ich stand da, zählte und sagte, was,
Und er fragte, was hörst du denn? Ich sah ganz viele Menschen. Und auf einmal schrie ich auf. Da wurde ein ganz starker, spitzer Seil ging hier. Gerade auf der rechten Stelle, wo das bin. Und das hat wehgetan. Und mein Auge fing an zu treten. Und dann kamen mehr Steine. Und ich wurde immer schwächer. Ich habe Heiler. Die haben mir gesagt, die haben Ketzer, Hexe geschrien. Ich wurde zu Tode gescheitert. Und der Hypnotherapeut hörte dann auf sofort, weil die Schmerzen, und der Heiler gab mir Heilung und sagte, das ist geheilt, das ist Geschichte. Und ich habe von dem Tag nie wieder diese Kopfschmerzen gehabt, auch diese Stimmen nicht mehr. Er hat dann erklärt, wie ich da stand unter der Hypnose und waren viele Stellen, war ja eine Menschen, eine aufgewühlte Menschenwende, nicht? Ich hatte für den mystische Gaben und war natürlich eine Hexe, Ketze, was alles gerufen, wie ich damals so war. Und dann dieses, der scharfe, ich habe den Stein so, das war so ein Spitzer, wie so aus dem Feld zu gebrochen. Die Spitze ging genau hier um ihn. Und es war ein furchtbarer, scharfer Schmerz. Aber ich habe nachdem nie wieder gehabt und bin dankbar dafür. Also es hilft, wenn ihr irgendetwas habt, was nicht erklärbar ist, versucht einen guten, renommierten Hypnotherapeuten zu bekommen, den ihr vertraut. Und es hat mir sehr geholfen. Ich bin sehr dankbar. Und als Kind, wie gesagt, ich habe als 3 Jahre englische Sätze. Und mein kleiner Enkel, der Charles, der ist nicht klein, jetzt geht er zur Universität. Da war er 3 Jahre alt. Und wenn die Kinderfrau nicht aufpassen konnte, kam er zur Omi. An dem Tag auch mal, da hört, wie meine Tochter rausging, Tür zu machen, auf Tritzig, sagt er, auf Englisch sagen sie Nana zu mir, Nana. Wenn meine Mami nicht da ist, darf ich dann wieder Mami zu dir sagen? Wie ich schon mal, du weißt doch, du warst doch meine Mami. Und wir hatten Federn auf dem Kopf. Ich glaube, das sind Indianer. Nun, ich war sprachlos. Er war 3 Jahre. Und als er geboren war, eine Stunde nach seiner Geburt, hielt ich den Arm. Und ich bekam Indianerlager. Und dann sage ich, na, du alter Inder, bist du wieder zurück? Indianer, und ich bekam auch ein Gefühl, aus dem Indianer kannte ich ihn. Habe auch nie zu keinem was gesagt. Und dann mit 3 Jahren sagte er, darf ich wie damals? Wir haben da Federn auf dem Kopf gehabt, nicht? Und Pferde sind begeistert. Der war ganz begeistert. Er war zu jung. So viel in Indianergeschichten hat er gar nicht gesehen oder gehört, wenn überhaupt. Aber es frappierend, mit einer Klarheit beziehen. Und vor allen Dingen diese Rücksichtnahme auf die Gefühle seiner Mutter, das hat mich tief. Nur wenn Mami nicht da ist, darf ich die Mami zu dir sagen, wie damals. Das fand ich so süß und rührend, dass er 3 Jahre schon so einfühlsam war. Und das ist sehr beeindruckend. Ja, also alle diese Dinge, die gab es ja schon, als die Menschen noch auf den Bäumen saßen oder am Lagerfeuer in der Steinzeit. Ich habe das von Anfang an ja so versucht zu formulieren. Das heißt, es gab schon immer. Und da es sich um Geheimnisse handelt, um Rätsel, die noch nicht gelöst sind in ihrer vollsten Zufriedenheit, haben sich natürlich sämtliche Kirchen drüber hergemacht. Es gibt keine Religion auf der ganzen Welt, die nicht das Leben nach dem Tode predigt, mit Ausnahme jetzt vom Buddhismus, aber das ist ja mehr eine Philosophie. Das heißt also, diese Ideen werden vereinnahmt und werden teilweise auch missbraucht, als Drohungen zum Beispiel. Ich habe immer gehört, ich komme in die Hölle und wenn ich da nicht die... ich komme aus einer Zeit, da gab es noch den großen Führer und wenn ich da gelacht habe, wenn der im Radio war, dann hat meine Mutter gesagt, da kommst du in die Hölle. Das sind inzwischen Gott sei Dank mehrere, die gelacht haben. Nein, was ich von Ihnen wissen möchte, Herr van Laak, wenn es diese Phänomene wirklich gibt, dann ist das ja nicht eine Sache der Kirchen oder der Religionsgemeinschaften, sondern es ist Naturwissenschaft. Da wird jeder wiedergeboren, egal ob er Muslim ist oder Katholik oder ob er daran glaubt oder nicht glaubt. Eben, es ist eine Sache der Naturwissenschaft. Die Frage ist nur, welche Interpretation ist vielleicht die naheliegendste. Und da habe ich andere Vorstellungen, andere Ansätze und auch andere Glaubensinhalte. Sehen Sie, auf der naturwissenschaftlichen Seite ist es beispielsweise so, dass man vor vielen Jahren mal festgestellt hat,
das Licht aus der Ferne sich rot verfärbt und man hat daraus geschlossen, ja, dann muss es weiter oder immer schneller wegfliegen oder die Sterne, die es aussenden, müssen immer schneller wegfliegen. Rotverschiebung nennt man das als Indiz dafür, dass das Universum sich immer schneller ausdehnt. Oder man hat festgestellt, es gibt eine Wärmestrahlung, diese Wärmestrahlung liegt knapp über dem sogenannten absoluten Nullpunkt. Da sagt man, ja gut, dann ist das das Ergebnis einer Abkühlung über viele Milliarden Jahre. Und das ist der Rest, der noch übrig geblieben ist, mal platt gesprochen. Und dann hat man festgestellt, okay, ein Lichtquant, also so ein kleinstes Teilchen, das wird durch eine große Masse, zum Beispiel die Sonne, abgelenkt. Ja, dann sagt man eben, okay, der Raum ist durch das Licht determiniert. Das sind alles Interpretationen einzelner Phänomene. Und ich sage Ihnen, jedes dieser Phänomene stimmt. Aber die Interpretationen sind eine andere Sache. Jetzt kommen wir auf die andere Seite. Jetzt kommen wir auf die andere Seite derjenigen, die sagen, okay, ich habe Kinder, die haben bestimmte Erlebnisse und Erfahrungen gemacht, die lassen sich ziemlich treffend nachweisen als etwas, was schon geschehen ist von jemand anderem, der bereits verstorben ist. Oder ihre Enkelin oder eine Tochter sagte, als sie klein war, erzähl mir was von drüben. Wir kennen andere Phänomene, die dieselben Phänomene beschreiben, aber zu anderen Interpretationsmöglichkeiten führen. Und das muss bitte auch bedacht werden. Ich will Ihnen ein Beispiel nennen. Es gibt Menschen, die haben ein schweres Schädelhirntrauma und nach diesem schweren Schädelhirntrauma haben sie auf einmal Erfahrungen oder machen Erfahrungen und haben sogar ein Wissen, was sie vorher nie gehabt haben. Beispiel, jemand ist Möbelverkäufer in den USA, ein konkretes Beispiel, ist zusammengeschlagen worden vor einer Disco, schweres Schädelhirntrauma mit Verletzungen, mit substanziellen Verletzungen des Gehirns und ist später in der Lage, läuft durch den Park und berechnet ihnen die Fläche eines Blattes, die Fläche des Baumes, den Umfang des Baumes, das Volumen des Ganzen, was er sieht, alles mathematisch genau korrekt im Kopf. Vorher nie möglich gewesen. Und ein anderes Beispiel, es gibt eine Gruppe von Menschen, und es ist immer in der Wissenschaft interessant, dass man Gruppen nimmt, die möglichst eng gefasst sind. Dann kann man die Rahmenbedingungen sehr, sehr genau fassen. Gruppe, die sind Savants, das heißt Wissende, und sie gehören zur Gruppe der Autisten, also Menschen, die sich, sagen wir mal, sozial absondern. Und jetzt noch schlimmer, das sind nicht nur Wissende aus den Autisten, sondern sie sind auch noch debil. Das heißt, sie haben nie die Möglichkeit, die sind nie in der Lage, irgendetwas zu lernen. Sie kommen nicht mal durch ihr eigenes Leben. Aber sie haben Fähigkeiten, die sind fantastisch. Man nennt sie deswegen Musiksavants oder Bildsavants oder Rechensavants. Ich will Ihnen ein Beispiel nennen. Ein berühmter Neurologe, der voriges Jahr verstorben ist, aus den USA, aus New York, der hat in einem Buch vor 40 Jahren mal beschrieben, ein Zwillingspärchen, was er in seiner psychiatrischen Abteilung hatte, die debil waren, autistisch waren, um die 20 waren, vor sich saßen und sich gegenseitig Zahlen zuriefen. Vierstellige, sechsstellige, achtstellige, zehnstellige Zahlen. Und er konnte, damals gab es keine Computer, nichts. Ich bin ja noch mit dem Texas Instruments Taschenrechner in der Oberstufe groß geworden. Da gab es noch nichts dergleichen, womit man was vernünftig anfangen konnte. Ist also hingegangen, hat sich Atlanten geholt, sage ich mal, und hat nachgeschlagen, was für Zahlen sind das? Und er hat festgestellt, diese debilen autistischen Zwillinge nannten sich sogenannte Primzahlzwillinge, und zwar langkettige Primzahlzwillinge. Primzahlen sind Zahlen, die nur durch sich selbst teilbar sind, sag ich mal, oder durch 1 teilbar sind, durch sich selbst teilbar sind, und sie verlaufen auch nach einer bestimmten Formel, 6n plus minus 1. Aber nicht jede dieser Zahlen, wenn man da für n immer eine Ordnungszahl einsetzt und immer weiter hochgeht, ist ein Primzahlzwilling. Das will ich jetzt nicht hier auslegen. Und umso höher man geht, fünfstellig, zehnstellig, zwölfstellig, umso seltener sind sie. Um es mal ganz klar zu sagen, sie sind seltener als 6 richtige im Lotto. So, und diese Zwillinge, die waren in der Lage, obwohl nie in der Lage, irgendetwas zu lernen, diese Primzahlzwillinge immer genau zu benennen. Und da ist er hingegangen, hat einfach ein zwölfstelliges, ein vierzehnstelliges, eine Zahl genommen und dann haben die nächsten Primzahlzwillinge dazu genommen. Warum können die das?
So, da gibt es eine andere Möglichkeit und diese Möglichkeit erklärt Ihre Sache, die Möglichkeit erklärt jede andere Form, auch der Rückführung, muss man sagen, auch jede Form der Vereinnahmung von irgendwelchen Informationen. Unser Gehirn hat eine ganz wesentliche Eigenschaft. Und diese wesentliche Eigenschaft, die ist eigentlich unbekannt bei den meisten. Unser Hirn ist nämlich ein Reduktionsfilter. Das heißt, unser Gehirn ist dazu da, 99% dessen, was an Informationen real hier existiert, wegzufiltern. Das kann ich sogar beweisen. Das kann ich beweisen mit einfachen Filmchen, die ich schon mal in Vorträgen zeige, wo es um Wahrnehmung geht. Die meisten Menschen nehmen nicht das wahr, worum es eigentlich geht, wenn sie bestimmte Aufgaben erfüllen sollen. Das sind Wahrnehmungsprobleme. Damit werden auch in der Nahtoderfahrung bei den Versuchen, die da gemacht werden, bestimmte Designs eigentlich als unbrauchbar herausstellbar. So, und diese Reduktionsfilterfunktion besagt einfach, wir sind für unser Leben her auf eine bestimmte evolutionäre Gerade gesetzt worden. Wir müssen dieses Leben meistern. Und dazu gehört die Wahrnehmung bestimmter Dinge, zum Beispiel die sinnliche Wahrnehmung von vielen Dingen, aber nicht die Wahrnehmung sämtlicher Informationen, die in unserer Umgebung, in unserer Welt herrschen. Und es gibt eine ganz klare physikalische, muss man sagen, oder wissenschaftlich, ein wissenschaftliches Phänomen. Und dieses wissenschaftliche Phänomen baut auf einer Erkenntnis auf, die schon vor 2000 Jahren in der chinesischen Philosophie bei Lao Tzu bekannt war, nämlich dem Yin und Yang, der polarsymmetrischen, der spiegelbildlichen Gegensätzlichkeit. In der Welt, für alles. Und in dieser spiegelbildlichen Gegensätzlichkeit, die eigentlich alles in unserer Welt auszeichnet, gibt es ein Phänomen, das ist klassisch und das macht jeden Physiker eigentlich kirre. Der Physiker erkennt nämlich, dass alles in unserer Welt, alles Physikalische, gequantelt ist und dass es einen zyklischen Verlauf nimmt und zu einer, wie wir sagen, immer größeren Unordnung strebt. Das nennen wir negative Entropie. Anders ausgedrückt, die Sonne entsteht, sie wird irgendwann ihr Maximum erreichen und dann stirbt sie. Jeder von uns beginnt sein Leben mit der Geburt, irgendwann erreicht er sein Maximum, vielleicht mit 25 Jahren, körperliches Maximum und von da an geht es gnadenlos bergab. Und dann kommt irgendwann der zwangsläufig notwendige Tod als das Ergebnis dieser negativen Entropie. Das ist ein zyklischer Verlauf von jedem physikalischen Etwas in dieser Welt. Aber es gibt ein polarsymmetrisches Gegenstück. Und dieses polarsymmetrische Gegenstück, das macht alles genau gegensätzlich. Das ist nämlich die Entwicklung der Information. Und diese Information, die geht linear aufwärts zu immer höherer Ordnung. Und das machen wir in jedem unserer Leben, machen wir das mit. Da, wo nämlich der Körper mit 25 seinen Zenit erreicht und mit 70 oder 80 vielleicht stirbt oder 90, da wird gerade eben das Geistige, das Informationelle immer komplexer, immer größer und in dem Moment, wo der Körper eigentlich kurz vor seinem Tod steht, erreicht diese Information in der vollen Komplexität sein Maximum. Und genau das ist das Entscheidende. Und aus diesem gibt es einen anderen Ansatz, nämlich den zwingenden Ansatz, dass sich diese Veränderung der Komplexität, diese lineare Veränderung der Komplexität über unseren Tod hinaus weiter fortsetzen muss. Und weiter fortsetzen müssen heißt nicht wieder neu von vorne beginnen, was das Informationelle angeht. Deswegen gibt es eine Wiedergeburt, aber es ist eine Neugeburt in etwas anderes. Und davon haben wir heute keine blasse Ahnung. Und jeder, der irgendwo eine Information herholt und sei sie noch kurz, noch so komplex und sei es zum Beispiel das Sprechen einer komplexen Sprache, die einer noch nie vorher kannte, ist nichts anderes, sage ich Ihnen, aus meiner Sicht, als die unmittelbare Verbindung, die ich aufnehme zu jemandem, der diese Sprache tatsächlich gesprochen hat, aber jemand anderem. Wer kann das Ganze jetzt wiederholen? Ja. Aber Sie haben es verstanden. Ja, ich wiederhole es gerne. Ja, aber machen Sie es mal kurz. Denn Sie haben vorhin auch schon von der Quantentheorie gesprochen. Das hört man auch so auf esoterischen Kongressen. Ja, da gibt es ja die Quantentheorie und das, im Grunde genommen sind wir des Rätsels Lösung auf der Spur.
Konnten Sie dem folgen, was Herr Van Laak gesagt hat? Können Sie das nicht ohne? Ich kann auch ohne sprechen, aber ich weiß nicht, ob man ohne hören kann. Bei ein paar Dingen würde ich widersprechen wollen oder zumindest kritisch einhaken. Auch was den Entropiezuwachs, Entropie ist die Ordnung, Entropie ist die Unordnung. So eine, ja, also nur so für die Wissenschaftler kurz die Richtigstellung. Ich würde vielleicht bei der Inkarnation in dem Sinne einhaken, dass ich noch da hinzufügen würde, zum einen, es gibt ja auch Reinkarnationsgeschichten, wo immer wieder Menschen Napoleon waren oder Mutter Maria, wo man sich eben fragen muss, ja, wer war es denn jetzt und wie viele waren denn das in ihrem früheren Leben? Und da halte ich es noch für einen wichtigen Aspekt, dass wir uns von diesem individualisierten, personalisierten Denken lösen, das Bewusstsein und das vielleicht, wir stecken halt in unseren Ich-Körpern drin und das Ego, überall Ego, und wenn ich sterbe, will ich natürlich auch wieder als Ich auf die Welt kommen, und das muss ich von Leben zu Leben durchziehen. Das ist für mich in meinen Augen das zu enge Denken. Und das eine ist natürlich dieses Anknüpfen eben an Informationen, da bin ich voll bei Ihnen, dass das eben nicht heißt, dass ich das gewesen sein muss, sondern dass ich da aus Informationen schöpfe. Und das andere ist, da würde ich sozusagen noch einen Schritt weiter gehen, wer sagt denn, dass mein Bewusstsein immer als dieses Eckhart-Ich oder so dann sich reinkarnieren muss. Für mich ist das Bild eher ein vageres, dass ich, wenn ich sterbe, irgendwie an dieses Bewusstseinsfeld wieder andocke, in das große Meer des Bewusstseins eintauche und dann irgendwann wieder als neue Welle oder Wassertröpfchen vielleicht wieder rauskomme und ein paar Häppchen von was anderem mitnehme. Das heißt, da ist in meinen Augen tatsächlich dieser Schlüssel, dass wir überhaupt noch nicht kapieren, was Bewusstsein alles sein kann. Wir kennen halt dieses Ich-Bewusstsein, und ein wichtiger Schlüssel ist für mich da auch veränderte Bewusstseinszustände, wo eben auch so Erfahrungen möglich sind wie Ich-Auflösung. Und meine Ich-Auflösung zu erfahren, ist schon ziemlich cool, weil dann erweitert sich schon auch der Möglichkeitsraum, was alles denkbar ist an Inkarnation und Eintauchen ins Meer und hin und her. Und jetzt habe ich nichts zur Quantenphysik gesagt. Will ich auch nicht. Da wird so viel drüber geredet und es ist halt... Das wird man unendlich verstehen. Bitte? Ja. Nein, aber was Sie da gerade angesprochen haben, das ist so ein Reizwort, Bewusstsein. Es gibt ein Bewusstsein, das ist ja jetzt neuerdings eine Disziplin, auch an den Universitäten, die Bewusstseinserforschung und Bewusstseinsforschung. Da gibt es den Professor Metzinger, den Sie vielleicht kennen, an der Universität in Mainz, der zum Thema Bewusstsein gesagt hat, ich bin, ich weiß, dass ich bin, und ich weiß, dass ich weiß, dass ich bin. Das ist Bewusstsein. Wiederholung. Ich bin, ich weiß, dass ich bin, und ich weiß, dass ich weiß, dass ich bin. Das heißt also, das ist ein ähnliches Bewusstseinsphänomen, wie das Eccles und Popper da beschreiben, in das Ich und sein Gehirn. Und was Sie vorhin sagen mit dem Tröpfchen an Bewusstsein, das knüpft an eine Idee von Robert Sheldrake, der diese berühmten morphogenetischen Felder postuliert hat. Und der hat mal ganz einfach gesagt, wir leben im Zeitalter der Raumfahrt. Und überlegen Sie mal, es gibt irgendwo ein großes Raumschiff. Und dieses Raumschiff gehört zu Ihnen. Und dieses Raumschiff sendet ab und zu mal kleine Robotersonden auf die Erde. Die schnüffeln darum, das sind wir. Die lernen, die haben in dem Moment keinen Kontakt zu dem Mutterraumschiff. Aber irgendwann heißt das, Mission beendet, kommt zurück. Und dann docken die an den Computer an und bringen all das Wissen, was sie gesammelt haben in den 70 Jahren ihrer Erdenmission, in diesen großen Computer mit ein. Das ist eine schöne Geschichte, das ist eine Parabel. Man könnte daraus schließen, dass es wirklich so ist. Ich möchte Ihnen zum Schluss eine gute Nachtgeschichte erzählen. Außerdem, nein, zum Thema Reinkarnation. Bei mir hat sich mal ein Reinkarnationstherapeut gemeldet. Trutzes was nicht du, sondern der hat herausgefunden, und mag ja sein, ob das stimmt, mag sein, ob nicht, aber es wirft ein Licht auf mögliche Strategien der Reinkarnation. Er hat gesagt, er hätte herausgefunden, dass Mozart die Inkarnation von Bach gewesen ist. Und der hat dann versucht, aufgrund der Musik von Mozart zu beweisen, dass in ihm auch die Musik von Bach steckt. Und der Bach war ja ein sehr mathematisch denkender Komponist.
während der Mozart, dem ist ja alles zugefallen. Ja? Und der meinte, das sei im Grunde Reinkarnation. Der wurde natürlich nicht als Bach wiedergeboren, sondern als Mozart. Aber der Bach war ein schwermütiger Mensch, einer, der oft nah am Suizid war. Und der Mozart war das nicht. Und so könnte Reinkarnation funktionieren. Ich habe einen guten Freund, ich glaube die Renate Gersberger, die hier ist, kennt die Geschichte schon. Der heißt Neckermann, aber nicht der, der es möglich macht, sondern es ist der Cousin. Und der hat mir eine Geschichte erzählt, dass er ist inzwischen über 80, vor einem Jahr das Gefühl hatte, er müsste unbedingt mal nach Australien fahren. War noch nie in Australien, ist dann mit seiner Tochter Edith nach Australien gefahren, sind durch dieses Outback gereist. Und plötzlich hatte er das Gefühl, halt an, hier ist ein Berg, ein Hügel, den will ich besteigen. Das hat er dann auch gemacht. Und er hat dann gesehen, wie auf diesem Hügel ein Stein lag, der also eine Felsspalte bedeckte. Und plötzlich hat sich eine Schlange aus dieser Felsspalte entfernt, nicht ohne vorher ihre Zähnchen zu zeigen. Und er hat dann diesen Stein aufgehoben und darunter lag ein Diamant, ein 16-Karat-Diamant, also schon was ganz schön Feines. Und er war völlig verblüfft, hat den Diamanten natürlich mitgenommen und in Cairns, das ist die Hauptstadt dort in der Nähe, hat er in einem Zeitungsarchiv versucht nachzufinden, gibt es da etwas, was da an diesem Ort geschehen ist? Und dann stellte sich heraus, dass ein Diamantensucher dort von einem Banditen erschossen wurde. Und dieser Bandit wollte unbedingt diesen Stein, also diesen Diamant haben, aber die Schlange hat ihn ja bewacht. Also der konnte dann nicht ran, er wurde dann zum Tode verurteilt und am 10., also dieser Mensch da, der mit dem Diamanten getötet wurde, das war, ich habe mir das gemerkt, am 10. März im Jahre 1930. Und mein Freund Neckermann ist am 10. März 1930 geboren. Das ist eine Geschichte zur guten Nacht. Ich bin ein großer Fan von Goethe und habe auch seinen Faust schon auswendig gelernt. Der gibt mir sehr viel. Goethe war übrigens auch ein Anhänger der Reinkarnation. Du kannst dich an frühere Leben erinnern. An frühere Leben konnte er sich erinnern und er wurde auch besonders drauf gestoßen, als sein Freund Schiller vor seinem Haus zur letzten Ruhe gebettet wurde. Da hat er diesen Satz gesagt, ich bin gewiss schon tausendmal da gewesen und hoffe, um noch tausendmal wiederzukommen. Und er schreibt in seinem westöstlichen Divan einen sehr schönen Satz und den möchte ich Ihnen sozusagen in Ihr geistiges Poesiealbum diktieren. Und solange du dies nicht hast, dieses Stirb und Werde, bist du nur ein trüber Gast auf der dunklen Erde. Gute Nacht.